ihr Lieben, kleines Update, was ich jetzt gerade mache. Ich dachte, ich lasse euch mal eben teilhaben. Das war ja eins von diesen Büchern, die ich gerade neu habe, die alten Bücher. Da habe ich jetzt angefangen, die ganzen Bilder rauszutrennen. Und die ist relativ viel in diesem Büchlein. Wir mal gucken. Hier zum Beispiel, da geht es jetzt weiter mit so Seegeschichten. Ganz einfach ist es manchmal nicht. Man hat leider so Ränder drin, aber okay. Ist nicht ganz so schlimm. Wir werden da ein Altered Book rausmachen wieder. Das habe ich mir so überlegt. Witzigerweise sind diese Farbkarten eingeklebt. Tatsächlich, ja. Die ist jetzt ein bisschen sehr stackig. Ah, da haben wir sie schon. Ja, und dann vielleicht wieder mit so ein paar Guckfenstern. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen wollen. Wir werden es schon finden. Aber das wollte ich euch erst zeigen. Jetzt mache ich kurz Stopp. So, ich habe nun auch den zweiten Packen rausgerissen. Das ist so Seetiere, Meerestiere, Einzeller, Mehrzeller, keine Ahnung, was da alles ist. Und bei dem ersten Teil, das sind ja zwei Bände vom Brems Tierleben, sind das so Paarhufer. Also sprich, ganz viele schöne Bilder. So, um ein ordentliches Buch zu machen, wisst ihr ja Bescheid, müssen wir erstmal Platz schaffen. Ich suche jetzt also immer die Mitte der einzelnen Signatures. Ah, will ich das haben? Nee, warte mal, halt. Ich muss aufpassen. So, dann sind das jetzt mal eben 10. Dann kommt das nächste. Müssen wir mal einmal abzählen, damit wir wissen, wie viel wir da ungefähr da. Da sind die Fäden wieder. Dann reiße ich hier wieder 2 raus. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel übergeblieben sind. 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3, 4. 2 weiter, richtig, ganz genau. Und dann haben wir wieder Mitte vom Signature. Können wir auch dann zusammen rausreißen. Das ist dann ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Bleibt drin. 1, 2. Nochmal kontrollieren jeweils. Mitte vom Signature. Trennen wir 2 Seiten raus. Ganz mal langsam. 1, 2. Habe ich 2 Seiten? Ja. 3, 4. 1, 2. Mitte vom Signature. 1, 2. Und ich trenne wieder 2 Seiten raus. Mache ich fürs ganze Buch. So, ich habe alles rausgerissen. Das ist circa, na, wo sind wir hier? Das sind die einen von dem anderen Buch. Das sind, ist circa die Hälfte des Buches. Denke ich ungefähr, kann wohl hinkommen. Ne? Dazu noch die ganzen Bilder, die wir rausgenommen haben. Das Buch ist dadurch schön dünn geworden und übersichtlich. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Aber wir haben also jetzt ein Buch, in dem wir schön ganz viel Platz haben. Und tja, der Leineinband hier ist vollkommen intakt. Der Buchrücken, alles ist heile. Also ich sehe da im Grunde keine Veranlassung. Kann das genauso benutzen, wie es ist. Ich werde hier anfangen und dann wie gehabt immer Seiten zusammenkleben. Aber da seid ihr wahrscheinlich dann immer dabei, je nachdem, wie ich das alles so schaffe. Und ich wollte euch nur zeigen, wie ich sowas anfange. Einfach anfangen, rausreißen, darf man gar nicht zu zögerlich sein. Viele machen Altered Books nach irgendeinem anderen, für mich nicht nachvollziehbaren Schema. Die nehmen also ein Buch und sagen, die ersten 2, 3, 4, 5 Seiten lassen wir mal ganz, also bei dem ist das eh kein Thema, also machen wir ganz was anderes. Und dann zählen die immer so 1, 2, 3, 4, 5, ah, das blättert sich schwer. So ganz komisches Papier. 6, 7, 8.
zum Beispiel, ne? Dann 9, was weiß ich, und dann reißen die raus und dann machen die wieder wahllos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reißen wieder was raus. Da ist ein Lesezeichen drin, ein altes. Sehr erstaunlich. Und so. Das beinhaltet aber, dass man nicht auf die Signatures achtet, sondern einfach immer nach dem gleichen Schema rausreißt. Ich mache es grundsätzlich nicht so, weil dann irgendwann lose Seiten da sein werden. Das geht gar nicht anders. Ich sehe immer zu, dass ich die Mitte eines Signatures finde und dann je nach Bedarf Mitte eines Signatures einen Bogen, also einmal einen Doppelbogen oder sogar zwei Doppelbögen rausreiße. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich manchmal drei rausgenommen habe. Aber das ist in diesem, weil da ja auch noch Bilder drin waren, auf keinen Fall nötig. Es ist sehr, sehr viel Platz hier in diesem Buch. Man kann es sehen, ne? Also das ist schön viel Platz. Das kann so breit werden ohne Probleme. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. So, das wollte ich nur zeigen. Das war's für jetzt. Bald geht's weiter. Hallo, hallo, ihr Lieben. Inzwischen ist es Samstagnachmittag. Heute mal kein Tee, sondern, ich mach mal Licht an, Blaubeermilch. Mandelmilch, Blaubeeren, Ingwer, Datteln, Walnüsse, Agavendicksaft. Ich überlege, was noch drin. Weizendingsbums, irgendwas mit Weizendingsbums, komme ich nicht drauf. Außer, es ist also jetzt als Getränk. Man kann das auch ganz schnell als Frühstück machen, indem man einfach da noch ein paar Haferflocken mit reinhaut und gepoppten Amaranth, solche Sachen und ruckzuck ein paar Nüsse mehr, hat man vollwertige Mahlzeit. Ah, das ist lecker. Ich kann nicht aufhören zu trinken. Entschuldigung. Okay. Jetzt muss ich mir gerade erstmal den Mund abwischen, weil das ist so lecker, lecker, lecker. Also, wohl aufgemerkt, denn ich war oben in meiner Bücherstube. Da befinden sich einige Bücher. Unter anderem sehr viele Naturbücher, so ein paar Reihen, so alte Zeitschriften, Natur, solche Packen und andere Naturbücher jeglicher Art. Das ist der Rest, den wir noch haben. Wir haben davon schon ganz viel weggegeben. Und die, die jetzt noch da sind, guckt kein Mensch mehr rein. Man hat Internet, ist also so. Die sind zum Ausschlachten schon länger freigegeben. Und ich zeige nur mal, das sind hier so. Fragt er mich was Leichteres? Sind das Lamas? Naja, auf jeden Fall haben sie Hufe. So, da kommen wir der Sache jetzt. Seht ihr die tollen Bilder, die ich hier habe? Da kommen wir der Sache jetzt gleich ein bisschen näher. Das ist mal so eine Bleimschiss-Geschichte. Ich sortiere mal gerade mit euch zusammen. Das ist unser schöner, wunderbarer Wald. Unser lieber, schöner Wald. Ich mag Wald so und so gerne. Ich liebe Bäume. Und ich muss gucken, auf der anderen Seite ist ein ganz niedliches Füchschen und Fuchsbaby, aber da können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Wir werden ein ganzes Buch machen mit Huftieren. Also Rehe, hier das sind zum Beispiel Alpensteinböck, Dammhirsch, solche Sachen. Wunderschön, alles wunderschön, aber es geht um diese hier. Ja. Sortiere die gerade noch mal ganz kurz vor, dann könnt ihr gleich bei der Gelegenheit gucken. Ist das nicht traumhaft? Ist das traumhaft? Ja, ne, es ist schon. Auf der anderen Seite sind auch noch, mal gucken, was wir davon alles gebrauchen können. Rehe, Hirsche. Ganz viele Hirsche, da müssen wir schauen, welche Seiten wir nehmen. Hier haben wir eine Doppelseite, muss ich schauen, das ist so ein. Ich kann es euch nicht sagen. Irgend so ein Urvieh mit Hörnern. Bison? Ist das ein Bison? Oder sind die noch größer? Na, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es spielt auch keine Rolle. Wir wollen ja kein botanisches Nachschlagewerk machen. Wir wollen was nicht. Hier wieder wunderbare Waldansichten. Ihr seht es in allen Variationen.
muss ich mir die schönsten Sachen raus, wieder aus dem Gebirge, so ein Steinbock. Und da ist nochmal hier so ein Bild. Und Niki ist es schöner eigentlich, mit dem auf dem Dach rumklettern. Das muss da so Richtung Italien sein, Österreich irgendwo. Da haben die ja auch so, ich weiß nicht, wo die leben. Auf jeden Fall in den Alpen, da haben wir mal so, ne? In den Alpen, können wir uns einigen. Hier ist nochmal ein mit zwei Jungen. Also das ist ganz, da würde ich das bevorzugen. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir dieses wunderbare. Und da ist auf der anderen Seite sind die Vögel. Das ist natürlich auch, man kann nicht alles haben. Ne? Das habe ich wiedergefunden. Das gab es mal, wenn man die Natur vor wie vielen Jahren auch immer. Damals haben wir noch in Reda-Wiedenbrück gewohnt. Das war der 24. April 1981. Ja. Und da haben wir die Zeitung Natur abonniert. Wir hatten die lange. Da haben wir in Reda-Wiedenbrück gewohnt. Neunkirchener Straße. Ja, ja, ja. Lange, lange ist es ja. Und da kriegte man als Dankeschön fürs Abo, kriegte man diese Vergrößerungsbilder. Ja? Von dem Gefieder. Hier von dem, wie sagt man zu diesem... Hier von den Federn. Und das ist das Auge womöglich. Bin mir nicht ganz sicher. Die habe ich jetzt mal mit runtergebracht. Die brauchen wir heute allerdings nicht. Die lege ich mal gleich zur Seite. Für andere Gelegenheiten. Was wir brauchen ist jetzt ganz viel... Naja, und das habe ich auch noch eben rausgesucht. Reader's Digest Kindertierlexikon. Das ist immer sehr schön. Schöne Bilder meistens drin. Guck mal hier, da haben wir das schon. Ich bin mir nur nicht sicher, in welcher Region, ob ich jetzt alles nachsuchen muss. Wie benutze ich? Ja, würde ich auch gerne wissen, wie ich es benutze. Reptilien, Säugetiere, Huftiere, 28. Na, guck mal hier, da kommen wir der Sache. Ach, guck mal. Die ist jetzt süß. Was ist das? Ein Zwerg? Galago. Zwerg Galago. Ja, da haben wir Rehe. Sehr schöne Rehe sogar. Okay. Dann haben wir nochmal Rehe. Wir machen das mal ganz kurz und bündig. So, wir legen mal ein Dingens ein. Ich blätter, das ist schneller als das ganze Gezumpel hier mit Nachgucken und hin und her. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes. Vielleicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das Thema ist da vorne mit den abgehandelt. Alles toll, aber brauchen wir alles nicht. Nee, doch hier. Die können wir auch gebrauchen. Aber da habe ich ja... ich lege nochmal einen Zettel. Ist das ein Doppelzettel? Dann legen wir dann Zettel auch rein. So. Falls ich noch was brauche, habe ich hier noch was. Okay. Okay, wo lege ich das jetzt nun alles hin? Das ist schon eine ganze Menge, was ich da rausgeholt habe heute aus meinem Bücherstübchen. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich muss mal schauen. So, sodele, sodele. Ja, und dann sind das die ausgerissenen Seiten. Die lege ich mal weg. Die brauche ich jetzt auf keinen Fall. Das sind die ausgerissenen Seiten mit den Huftieren aus dem Brems Tierleben. Das sind die ausgerissenen Seiten mit den Meeresbewohnern und so weiter. Ja. Und nun könnte man theoretisch relativ zügig beginnen. Oh, ich habe so kalt in den Köln. Ich habe die Heizung hier. So ein Stück hänge ich neben der Heizung. Ich zitter vor Kälte. Lange geht das nicht gut. Ich muss mal eben gucken, wo hier das erste Signature ist. Hier. Dann habe ich mir rausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich es gebrauchen kann, muss ich ehrlich zugeben. Das sind diese
Akten, keine Ahnung, Ordner irgendwie. Und wir arbeiten uns jetzt mal so langsam vor. Kann ich das? Ja, vielleicht kann ich das so machen. Oder ich nehme eine Schere. Wir wollen es jetzt nicht komplizierter machen, als wir es ohnehin schon alles haben. Ich schneide mir das Durchsichtige gerade mal ab. Andere brauche ich gar nicht. Ach, das ist so ein bisschen Spacke hier. Er will nicht. Okay, fangen wir hier nochmal an. Vielleicht schaffen wir es hier von dort besser. Ach, nicht wirklich viel. Naja. So, einmal. Dann schneide ich mir sofort noch ein bisschen was zurecht. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Ich möchte wieder in das Buch so ein paar Guckfenster mit einbauen. So, ich muss aufpassen, dass ich dieses Plastik zu. Ich sehe gerade, das ist ganz stockig hier, dieses hier. Das muss ich sauber machen. Hm, das nicht? Ich schätze, das hat oben gelegen. Das könnt ihr wahrscheinlich in der Kamera nicht sehen. Aber das hat so ein paar kleine. Ja, so Feuchtigkeit hier, ganz eben. Das ist halt Haus, was nicht geheizt ist. Ist ein bisschen problematisch, gell? Da kann man nichts dran machen. Ja, warte mal, ob ich es wegkriege. Ich hoffe. Na, ich wollte noch was anderes aufheben. Ne, ist noch nicht weg. Halt, ist noch nicht weg. Bin mir auch nicht sicher, von welcher Seite das da drauf sitzt. Hier. Jetzt sehe ich es. Jetzt gegen's Licht kann ich es sehen. Es ist von hier. Jetzt müsste ich es aber weg haben. So ziemlich, ja. Und das lege ich dann einfach mal hier auf so eine Lampe drup. Ja. Das lege ich auch zur Seite. Ich weiß ja, wo es ist. Das andere Plastik schmeiße ich mal weiter weg, dass es nicht in Nähe des Ofens so vor sich hinschmurgelt, jahrhundertelang. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Ich wollte eigentlich den Tisch noch mal richtig sauber machen, bevor ich ein neues Projekt anfange. Aber dabei ist es auch geblieben, stelle ich fest. Es ist noch der ganze Schiedrupp vom letzten Bastel. Nun gut, es ist, wie es ist. Ja, wir wollen mal schauen. Ich hatte mir das so vorgestellt. Ich muss wirklich mal ganz kurz überlegen. Ja, ich habe mir was vorgestellt, aber ich kann euch noch nicht sagen, was ich weiß. So. Und dann brauche ich einmal. Nee. Das ist Quatsch. Siehst du? Vorher denken. Ist auch nicht verkehrt, wenn man vorher mal nachdenkt, ne? Passt das drauf? Würde drauf passen. Wäre es besser, ich würde es erst bekleben. Das sind alles wieder so Überlegungen. Ja, wahrscheinlich ist es besser, ich würde es erst bekleben. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich muss das nochmal richtig ganz doll durchdenken, dass ich hier keine Fehler einbaue. Das möchte ich nämlich jetzt nicht so gerne. Das Einzige, was wir jetzt schon mal machen könnten, für vorne uns was raussuchen, ob ich hier... Ich hatte doch so eine Doppelseite, die so besonders schön war. Das sind alles einzeln. Das war, die hat mir so besonders gut gefallen, diese. Vielleicht. Oh, da ist noch eins. Da kann ich sogar eine ganze rausmachen. Schudele, liebes Kind. Wir fangen mal mit vorne an. So, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Da kann ich jetzt aber auch ganz genau mal eben kurz hier mein Schneidebord nehmen. Höhe? Ja, das ist das. Wo habe ich denn meinen kleinen Bleistift? So. Tut mir leid, ich sehe es nicht. Ich habe es angezeichnet, aber ich sehe es nicht. Oh mein Gott, das fängt schon gut an hier wieder bei mir. Doch, wenn man es jetzt gegen das Licht, ich drücke ein bisschen ein. Man sieht es wirklich schwer, weil das ist so dunkel.
Und das blendet mich gerade ziemlich hier, das ganze Licht. So. Okay. Okay, okay. Ja, wunderbar. Wer will denn mehr? Hier kann ich das eigentlich auch schon mal so machen. Das ist die gerade Seite. Ja, ganz genau, das ist die gerade Seite. Sodass wir hinten und vorne schwuppdiwupp auch mal schauen, hinten und vorne fertig hätten. Warte mal. Ich muss gucken, wo die gerade Seite ist, dass ich die bitte oben anlege. Genau. Ach, das kann ich jetzt aber auch wirklich mal wegwerfen, oder? Was meint ihr? Man kann es auch übertreiben mit dem Aufheben, ne? Oder? Irgendwann sagt man, ich kann alles gebrauchen. Ach du liebe Zeit, ich kann alles gebrauchen. So, ich würde allerdings das bevorzugen, wenn ich da vielleicht, das kann nur so ein klein bisschen krubbelig sein, wenn ich da in der Mitte noch ein, habe ich da wohl noch einen Washi, der mich da irgendwie weiterbringen könnte. Hier wollen wir ordentlich. Ich will reißen. Ich will mal so, ob ich so reißen kann. Ich mache noch mal ein paar Mal hin und her. Ja, ich hatte hin und her und kreuz und quer überlegt, wie das immer so ist. Und dann habe ich plötzlich gedacht, gut, dann nehme ich diesmal nur so Huftiere, so Rehe und Springen und Steinböcke und sowas in dieser Richtung. Weil das Buch hatte mir ja auch einiges da schon geliefert an Bildern. Ach, das habe ich so ein bisschen gefuscht. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, welches ist ein bisschen ausdrucksstarker. Dies oder dies? Dies ist natürlich wunderbar, oder? Oh, da kann ich mich wieder schwer entscheiden. Ganz schwierig. Ach mal. Ich versuche mal das andere, was mir das sagt. Was sagt euch das? Habt ihr eine Idee? Oh, ist beide schön. Ich werde dieses nehmen. Oder? Besser nicht. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen in der Uhr. Ich werde dieses nehmen. So, jetzt macht kein Gehampel hier, Fräulein. Was ist das denn so was? So, das andere Plastikzeug ist trocken. Lege ich mal zur Seite. Was wir jetzt brauchen, ist erst einmal ein Schlückchen Milch. Super lecker. Ja, ich mache also wieder ein Altered Book. Was ich gleich noch machen werde ohne Kamera, weil das einfach immer so langwierig ist, wenn man was raussucht. Ich werde versuchen, passende Papiere zu finden, was ein bisschen schwierig wird, weil ich habe bestimmt keine Waldpapiere oder sowas. Ne? Also ihr wisst, wie ich meine. Ne? Sowas werde ich wohl nicht haben. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht braune noch habe, ein paar. Ich hatte mal so ein ganz tolles Set. Aber ich weiß, dass ich da schon zigmal was mitgemacht habe in Scrapbooks und auch soweit ich weiß, auch schon hier in diesen Büchern schon mal irgendwo was verwendet habe. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch was habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, hier kleben wir das ein. Da fehlt oben so ein kleiner Sheet, sehe ich gerade. Das ist nicht schön. Suchst du was? Brauchst du was? Nee, ich habe genug. Ich kannst es gerne aufbrauchen. Ich habe wirklich genug. Brauchst du nicht hetzen, hast ja Zeit. So, jetzt muss ich mal schauen, wie rum das gehört. Jetzt habe ich so lange, so rum, dass ich ja keinen Fehler mache hier, ne, bei den vorne und hinten Dingern. Mein Mann fragte, ob ich noch von der Milch will, aber ich bin wirklich mit 1,5 Gläsern mehr als das. Die ist so mächtig.
Aber lecker. So. Lala, wollen wir schauen. Ja, es passt hinten fast besser als vorne. Aber macht nichts. Ist schon gut. Den Rest färben wir so ein bisschen ein mit Tinte. So, ihr seht, ich bin wieder mal hier am Klebern. Ziel ist also irgendwie wieder ein Altered Book zu machen. Dieses Mal allerdings mit einem Thema. Hier müssen wir gleich ganz schnell tätig werden. Hier ist nämlich alles kabott sonst. Aber es ist sehr schön. Wir fangen schon mal sehr schön an, sage ich mal so. Ne? Wir suchen uns jetzt mal eben kurz einen Washi-Li und versuchen ein etwas Dezentes zu finden, was so ein bisschen sich anpasst, so braunes oder so, damit wir das mal eben flicken können. Da. Hier ist was. Da ist was Brownies. Ich habe wirklich langsam wirklich viele Washi-Lis, auch richtig toll, dicke, fette, breite, aber es fehlt ja doch immer das, was man unbedingt brauchen würde. Hier ist noch eins, das ist braun, das ist, da ist ein grünes, das wäre ideal. Da habe ich nur eins von, das weiß ich zufällig und das ist fast alle. Da ist noch eins, mal schauen, ob was, ich meine, ich hätte noch irgendwo was. Das ist, das habe ich, oder? Nee, das ist grün. Tragen Sie Green, das Heat. So, Dinge. Ja, okay. Der kommt. Boah, sag mal, diese Lampenwirtschaft. Ich muss mir irgendwas überlegen langfristig. Macht mich wahnsinnig. Überall habe ich Lampen an den Ohren. Macht mich verrückt. So, ich habe jetzt mehrere. Die ist schon ein bisschen unruhig. Ich würde zu diesem hier tendieren. Da habe ich ein bisschen mehr von. Ja, das müsste klappen. Ja. Kleine Schärchen, bitteschön. Und den Klebestift, bitteschön. Ja, da müssen wir aufpassen. Dass wir das da gerade reinkriegen. So, abschneiden bitte. Schwester Inge, das Kapell. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Könnte mich. Habe ich letztens überlegt, wie komme ich da immer drauf? Ich habe so Sachen drauf, da bin ich immer baff. Wie komme ich da nur drauf? Meine Güte. Das war bestimmt aus irgendeiner pupsigen Serie irgendwann mal, ich weiß nicht. Oder ist es vielleicht nur ein Spruch? Ja, also, es ist immer so, ich wurde letztens gefragt, wie ich auf irgendwelche Ideen komme. Also eigentlich komme ich, also einfach nicht auf Ideen, das muss ich wohl ehrlich sagen. Es ist immer mehr oder weniger so ein bisschen so ein glücklicher Zufall halt. Da muss ich etwas rüberrutschen, das ist zu knapp. Wenn mir mal was einfällt, so ein kleiner Lichtblick. Meistens ergibt sich das aus irgendwelchen Sachen, die ich gerade gekauft habe, gefunden habe. Und das mal eben zumachen. Und dann denke ich, ach ja, könnte ich jetzt verwenden. Und dann geht das so langsam seinen Gang. Ja. So, Sodele. Ach so, ja klar, das ist durchscheinend. Ja, ich war so ein bisschen irritiert. Wir müssen natürlich jetzt die Seiten aufeinander kleben. Das müssen wir schon machen, sonst kommen wir da nicht so richtig weiter mit. Wie mache ich das am besten? Ich klebe das mal so, ne? Hätte ich auch vorher machen können. Wäre aber nicht schlecht gewesen, aber okay. Mach es jetzt. Ja, Themen. Und dann, wisst ihr, ich laufe los und dann finde ich irgendwelche Bücher zum Beispiel, ne? Ganz unterschiedlichster Art. Das haben wir ja beim letzten Buch erlebt, was da alles zusammen verarbeitet worden ist. Das war schon sehr, ja, ein bisschen eigenartig, ne?
Ich klebe den auch noch dran. Den hier. Der ist so ein bisschen letsche hier. Ein kleines bisschen letschig. Nee, da habe ich Angst, dass mir das hier bricht. Es ist schon gebrochen, dass es mir weiterbricht. So, ne? Das ist sehr, sehr, sehr tückisch hier mit diesem Papier, will ich euch mal sagen. Das ist nämlich sehr, 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 sehr. Seht ihr, was ich meine? Ganz brüchig. Ganz, ganz brüchig. Oh, ich habe hier ein Luftbläslein drin. Gehst du raus? Ja, das habe ich ja natürlich jetzt nicht. Ich hoffe, dass sich das beim Trocknen noch etwas verzieht. So, der Anfang ist gemacht. Die ersten Seiten sind zusammengeklebt. Ich überlege. Es wäre jetzt ganz schön, wenn ich hier eine Doppelseite irgendwie füllen könnte mit vielleicht auch schon mal mit irgendwas, mit irgendwelchen Tieren. Aber warte mal, ich kann gleich diese auch zusammenkleben, hier diese Seite. Ah, habe ich zwei erwischt? Warte mal, ich habe zwei erwischt. Ist nicht so praktisch dann, ne? Ja, das ist ganz brüchiges Papier, das ist so alt. Ich habe das schon bedacht. Ich muss es ein bisschen vorsichtig behandeln, das Ganze, dass mir das Ding nicht auseinanderbricht. Hier, das ist wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig alles geklebert werden. Und hier ist es auch schon kaputt, seht ihr? Hier, ne, da habe ich was ausgerissen, da war ein Bild. Und da muss ich dann notfalls auch mal wieder ein bisschen Washi-Li. Beziehungsweise in dem Fall werde ich es kleben noch. Werde noch kleben. Leg doch was unter, mach es doch nicht, Kind. Ja, und dann weiß ich nicht, kann das auch nicht sagen, wie mir was einfällt. Also was ich meistens, ich sehe auch einige Filme natürlich, gucke mir gerne diese anderen Sachen an, die andere Leute basteln. Aber es ist das Problem bei den meisten anderen, die basteln also mit vorgegebenen Sets. Ja? Auch wenn sie die untereinander oft variieren, was ja auch tolle Ergebnisse mit sich bringt. Aber es ist einfach nicht, es ist was anderes. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn ich alle Seiten vorgegeben habe, ist das was anderes, als wenn ich komplett neu anfange. Ne? So, ne? Ist einfach so. Ja, ist einfach so. So, das ist jetzt schon mal schön dick. Na, das ist jetzt schon mal das eine. Jetzt haben wir hier noch 1, 2. Da ist wieder was rausgerissen. Dann hätten wir die beiden, müssten wir noch klebern. Wobei ich jetzt schon überlege. Ja, das ist jetzt so nicht so furchtbar aufregend, aber das sind so vorbereitende Arbeiten, die muss man einfach machen. Wir müssen immer 2, 3 Seiten zusammenkleben, je nach Bedarf, sagen wir mal. Wenn das jetzt sehr fragil aussieht, wie da gerade, dann kann es auch schon mal jetzt sein, dass ich dann auch schon mal 3 Seiten zusammenklebe. Einfach um ein bisschen Stabilität in irgendwas reinzubekommen. Ach, ich bin auch am Träumen. Wisst ihr was? Ich habe es falsch gemacht. Aber ist egal. Ich wollte das zusammenkleben. Aber jetzt machen wir anders. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich wollte gerne. Ich muss eben schauen. Ich wollte gerne hier ein Bild einbringen. Jetzt habe ich hier vorne eine Seite. Genau. Und hier. Okay. Dann fangen wir hier mal an. Das ist sehr groß. Ne? Das ist sehr groß. Habe ich hier noch so. Das ist sehr schön hier, dieses. Könnte ich die Kleinen damit draufkriegen? Die Mutter? Ach, ich habe. Das kommt beim Rumquaken. Dann passt man nicht. Opel. Dann passt man nicht genug. Opel. Die Kleinen muss ich schon mal hier ziemlich knapp schneiden. Damit ich von der Mutter auch was drauf bekomme. Da habe ich die Mutter. Leider muss ich sie sehr abschneiden. Leider. Ein kleines bisschen mehr als es hier war. So.
Lichts an. Ja. Okay, dann können wir es auflegen. Ja, es war jetzt anders geplant, aber ist okay. Nicht okay. Das kommt vom Quatschen, gell? Ach, das wird noch eine Heidenarbeit, bis das Buch wieder gerade steht. Das hat sich durch diese ganzen Operationen am offenen Herzen so ein bisschen verzogen, ne? So, und da ist jetzt tatsächlich nur eins. Da kann ich jetzt nur sehen, dass ich das jetzt nehme, nicht wieder zwei Seiten und mache wieder den Fehler, Fräulein. Jetzt geht es schon wieder los hier. Ja. So, da ist jetzt ein ziemlich stabiles Papier drauf gekommen und dann reicht das auch aus, wenn wir da nur zwei Seiten aneinander kleben vielleicht, ja? Ich muss mir mal gleich ein Tuch holen, dass ich es ein bisschen besser streichen, glatt streichen kann. So. Ich möchte jetzt mal irgendwann mal hier so ein Cookie-Fenster reinmachen. Ist jetzt hier wieder was, wo ich es zusammenkleben könnte. Hier zum Beispiel wäre es schon ideal. Könnte ich hier ein Fenster reinmachen. Wäre es jetzt günstiger, ich klebe, ich muss gerade kurz, jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Stand wie vorher, ne? Ich suche jetzt Papier. Ah ja, warte mal, was habe ich denn hier? Nee, das ist zu stabil. Das kann ich da nicht gut gebrauchen im Grunde. Will mal hier schauen. Ist hier irgendwas dabei, was wir jetzt gerade mal so auf die Schnelle verwenden können? Das ist fast zu schade, Kinder. Oh, das kann ich nicht. Bring ich nicht übers Herz. Nee, das kann ich nicht. Nee. Mach keinen Fehler. Ich such mal eben. So, ich habe mal diesen großen Block rausgekrabbelt. Da habe ich sofort als erstes dieses wunderbare Farnpapier. Dann habe ich dieses. Also wir sehen schon, farbtechnisch werden wir uns so im grünen, braunen Bereich bewegen müssen, damit das alles so irgendwie waldmäßig, bestimmungsmäßig hinkommt. Da können wir kein Lila oder so nehmen. Da müssen wir uns schon ein bisschen an andere Farben halten. Das ist ein riesiger Block. Ich weiß nicht, der hatte, glaube ich, mal 180 Seiten. Da ist nochmal dieses wunderbare Farnpapier. Aber das lasse ich dann einfach mal drin. Wobei, das könnte sich natürlich als sehr nützlich erweisen mit diesem... Es fällt hier auseinander, hätte ich fast gesagt. Oh, das ist schön. Habe ich da noch mehr von? Ja, die kann ich alle gebrauchen. Die liebe ich. Diese Papiere habe ich immer geliebt. Die habe ich immer geliebt. Ich glaube, ich werde da bei diesen Papieren fast schon bleiben. Mal gucken. Ist auch sehr schön. Ist auch schön, aber... Das Auge passt nicht. Fangen wir nochmal von unten an zu suchen. Das sind die ganz furchtbaren Muster, die ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht alle kriege. Aber manchmal ist es ja so, dann sucht man nur einen so einen Bogen, der mal... Das Gelb ist auch schön. Aber ich glaube, das Grün habe ich nur noch einmal. Ne? Ja, das geht nicht. Ja, die meiste Arbeit macht im Grunde, ehrlich gesagt, immer die Vorbereitung, wenn man ganz ehrlich ist. Man sucht, ist erstmal draußen unterwegs, auf der Jagd, was kann ich finden? Jetzt, das ist auch gut, das ist Schwatt Brown, nee, Schwatt nicht, es ist Brown. Habe ich da noch mehr von? Ja, da habe ich noch mehr davon. Ja, das lässt sich aber hier ganz ekelig rausreißen. So, da haben wir es. Ha, so. Stopp. Oh. Mein Gott, ist das ein schweres Teil, dieses Ding hier. Warte mal, das Grüne war schön. Das war auch einer meiner... Ah, da habe ich nur noch einen von. Ich schwöre es, die hat... Nee, ich habe zwei.
Das Schöne war, von diesen waren immer drei Papiere. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Wunder, wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich gleich. Da ist auch noch eins, was ginge. Habe ich da noch mehrere von? Ne, da habe ich natürlich nicht mehr mehrere. Doch, habe ich auch. Also raus damit. Raus damit. Also ich habe ja noch einen Schrank voll mit Papier. Aber das ist auch schön. Das tue ich jetzt nicht. Das Grüne war auch nicht so schlecht. Aber es ist ein bisschen grillig. Hier ist Neutrales. Das ist natürlich auch wunderbar. Ich bin gleich durch. Dann tue ich den Block wieder weg. Aber es gab... Ich denke, ich bin schon mal gefragt worden, dieses Monstrum. Ich denke, das war Kane Company. Da fehlt schon ein ganzer Vorlauf. Ich bring's eben weg. So, ich wühle mich gerade wieder durch alle Ecken durch. Und oh, das ist furchtbar, was ich an Zeug habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist... Irgendwann trifft mich der Schlag. Es war ein sehr, sehr schönes Ding. Das habe ich sogar zweimal. Mariposa hieß das. Ganz dicker Cardstock. Super schöne Sachen. Ja. Hier, das ist mit Gold. Viel ist mit Gold. Kann ich jetzt im Moment nicht gebrauchen, Gold. Das ist zum Beispiel sehr schön mit dem Schmetterling, aber ist Gold. Was sehr, sehr schön ist, ist dieses hier. Ich nehme mal eins raus. Guck gerade, ob noch irgendwas anderes verwertbar ist für mich im Moment. Farbtechnisch. Das Grün wäre auch noch vielleicht. Wobei, ich denke... Zu viel Glitter drauf. Ist wunderschön. Ist wunderschönes Papier, wo es hinpasst. Einfach traumhaft. Ja, das ist wunderschön. Das ist auch schon relativ alt. Die sind alle alt, diese hier. Das ist auch Kane Company. Ist auch ganz toll. Da sind auch... da ist das mit dem Schmetterling. Das ist so ein sehr, sehr schönes. Aber da müsste ich mich jetzt wieder entscheiden. Das gefällt mir immer gut. Ich blätter nur mal so durch, dass ihr mal so einen Eindruck kriegt. Das ist sehr, 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 sehr schönes Papier. Wirklich wunderbar. Dann habe ich noch dieses hier gefunden, wo ich im Moment nicht genau sagen kann, wo es herkommt. Da bin ich ehrlich gesagt im Moment etwas überfordert. Hier, ne, das ist eigentlich alles im Moment farbtechnisch für mich verwendbar. Wobei das karierte vielleicht, naja, wer weiß, warum nicht? Man kann ja mal was aufbrechen. So, die lasse ich mir mal raus, diese hier. Die können wieder weg. Und dann habe ich noch gefunden, blühende Pflanzen am Mittelmeer. Nun ist das jetzt nicht unbedingt Mittelmeer, was wir haben. Aber vielleicht können wir ein paar Blemmches rausnehmen, dachte ich. Mal gucken. Ich lasse es mal raus. So, mach Stopp. So, ich bin jetzt dabei. Ich wollte gern diesen da drunter machen. Werde also, habe jetzt ausgemessen. Das ist jetzt ungefähr 14. Mache das ein ganzes Stückchen kleiner. Also 14 wäre hier. Ich mache es dann ungefähr hier hin. So. Ich zeichne mir das kurz an. Das kann man auch, wenn man will, frei Hand oder was weiß ich. Jetzt brauche ich nur eben kurz meinen Schneider, falls er hier irgendwo sich befindet. Hier ist er schon. Da ist er schon. Okay, fangen wir oben an. Habe ich das schon zusammen? Nee, ich muss jetzt keinen Fehler machen. Hab schon zwei Seiten. Das wäre eigentlich schön. Denke ich gerade, wenn ich das ja eigentlich schon zusammen hätte. Nee. Ach Petra, du bist wirklich zu dumm. Wirklich. Ganz ehrlich, kommt doch noch erst. Manchmal denke ich wirklich, ich überlege gar nicht, bevor ich irgendwas mache. Ne? Kann das sein? Ja, ist wirklich möglich. Nein, ich kann das noch gar nicht jetzt gebrauchen mit den Klebern. Das Klebern kommt ganz zum Schluss. Ich muss erst schneiden. Muss ich also mal eben den Kleber wieder versuchen zu entfernen. Ich will da doch ein Guckloch reinmachen.
Ach, Mensch, 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 du bist aber auch wirklich eine Marke, du Frau. Das ist doch unvergreiflich. Wie kann man so dumm sein? Das ist wirklich nicht zu glauben. So, jetzt aber schneiden. Dummes Ding. Okay. Ah, da ist schon das. Warum das jetzt da ist, weiß ich nicht. Das ist furchtbar. Das Papier ist ganz, 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 ganz furchtbar. Morsch und porös. Muss man wirklich vorsichtig mit umgehen. So. So. Bisschen gerade wollen wir schon haben, ne? Ah, ich sage es noch und komme direkt vom Wege ab. Ich wollte das Buch erst drehen, hätte ich es mal getan. Typisch Idiotin, kann man nichts machen. Ach, guck, jetzt habe ich hier so einen blöden Fehler eingebaut. Nicht schön. Ja, jetzt ist es hier schief. Tja. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Jetzt brauche ich hier aber irgendwas, womit ich das mal eben kurz anzeichnen könnte. Ist das hier irgendwie mit irgendwas zu machen? Ja, nicht wirklich. Okay. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich kann euch das nicht sagen, ob es klappt. Das ist ein Versuch. Es ist ein Versuch. So, jetzt haben wir das natürlich auch wirklich geschafft, dass wir es krumm kriegen, aber ist egal. Wir wollen uns jetzt über so Kleinigkeiten gar nicht aufregen. Ach du lieber Gott, jetzt bin ich mal gespannt, was mein Glitterglue nach so viel Pause sagt. Kommt noch was raus? Oha. Oha, ich sehe schwarz. Ich sag's euch ganz ehrlich hier mit dem Ding. Die Nadeln verrosten, ne? Das ist das erste und Hauptproblem. Und es kommt alles ganz schwarz raus. Mist. Ein richtiger Mist ist das. Und jetzt kommt praktisch nichts mehr raus hier aus diesem Teilchen hier. Ich wollte mir immer so eine Spitze mal bestellen. Beziehungsweise, ich bräuchte eigentlich ja nur einen Draht, der passend wäre. Aber ich habe keinen wirklich passenden dafür. Und die Nadeln, die man reinsteckt, die Stecknadeln, die rosten. Ja, das ist das Hauptproblem. Die rosten, die doofen Dinger. So, wo habe ich es jetzt hier? Ich muss schon wieder nachpropeln hier. Oh, das macht keinen großen Spaß. Die Hände schon ganz versaut von diesem blöden Kleber. Ist nicht toll. Schon wieder verstopft. Also ich habe es jetzt ein paar Tage nicht benutzt. Ist wirklich ekelhaft. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Das jetzt wirklich, wirklich, wirklich gut klebt, weiß ich nicht.
Ja, so, dille, so, dille. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich könnte einfach so irgendwas entlang kleben. Hatte ich so gedacht. Vielleicht fangen wir hiermit an, dass wir das nehmen. Mal gucken. Passt das denn? Dann, wenn wir das hier abschneiden würden. Ich versuche es mal. Das versuchen wir. Ja, es ist lecker kalt. Es ist lecker kalt hier in der Stube. Abschneiden. Ja, das ist nicht erfreulich mit dem Glitterglue, dass das so gefehlt. Also dieser, die haben immer so einen tollen Pömpel drin, die meisten. Man kann die bei Etsy bestellen, aber das ist meistens, ich glaube, da hat eine das nur, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das wieder in Amerika und da kommt wieder das asige Porto dann da drauf und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, für so ein pupsiges Ding da 6 oder 10 Euro Porto zu zahlen. Ach, ist ja Mist, ist das. Guck mal, ich habe die ganzen Hände schon wieder dreckig, ja? Ach, ist das ein Elend. Ein Elend, Elend, Elend. Ja, es hätte ja jetzt auch mal passen können, ne? Es wäre nicht ganz so schlimm gewesen, wenn es mal gepasst hätte. Das ist mir jetzt egal, ja, das ist mir jetzt vollkommen Piepenhagen. Ich sag's euch, wie es ist. Das Ding wird drupp geklebt. Fertig, Schuss. So, dle. So. Und jetzt brauche ich noch oben irgendwas. Machen wir das einfach mal so. Längs. Haben wir genug. Da brauchen wir ja nicht ganz so viel. Können wir hier schneiden. Okay. Kleben wir das da oben drauf. Da bin ich aber rein weggespannt, wie das gleich aussieht. Das ist ja wieder abenteuerlich hier, was ich hier alles mache. Mein Gott, ich habe keine richtigen Pläne dafür, für den ganzen Ablauf im Moment. Ach, da ist er. Nee, hier ist es. Halt, stop it. Hier ist es. Ach, Petra wieder. So. Oh, du glaubst es nicht. Du glaubst es doch nicht. Das wäre natürlich schön gewesen. Ich hätte es jetzt mal da drunter geklebt. Ne? Wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Naja, okay. Das können wir ja noch ändern. Da ist ja noch nicht alles zu spät. Das machen wir. Sieht dann ordentlich aus. So, ich muss das mal eben. Wäre schön, wenn wir es richtig rummachen. Versuchen hier gerade reinzulegen, einigermaßen. Das gerade. Nicht wirklich. Nein. Okay.
lassen. Hier müssen wir es noch drunter klebern. Klebern, klebern. Ein bisschen höher ziehen, bitteschön. Ein bisschen draufstecken, bitteschön. So. Sinnvollerweise hätte ich natürlich vorher, aber ich bin ja nicht ganz dick, hätte ich das hier und da markieren können, ne? Ja. Nun ja, nun gut, nun denn. Ach so, warte mal, nein. Ich wollte eigentlich das bunt, no, das wird zu bunt. Ach, das ist nichts. Da müsste ich den hier reinnehmen, das geht. Kangulhirsch, was immer das heißt. Ist das gerade hier? Nicht ganz. Aber es ginge. So, dann kommt der da rein. Machen wir das etwas anders. Ne? Machen wir das etwas anders. Ist kein Problem. Ja, und da ich mir jetzt so kalt geworden ist, ihr seht, ne, wie ich das so vorhabe. Ich suche noch ein bisschen Papier und ich überlege noch, was ich... Also es kommen eigentlich nur Rehe, Hirsche, Gämsen, sowas, ne? Sowas soll hier rein, ausschließlich. Nun habe ich mir das so vorgestellt. Mal gespannt, ob ich das schaffe. Papiere habe ich jetzt einige sehr schöne. Und vielleicht können wir ein paar Blumen mit da reingeben. Ich muss mal gucken. Aber ehrlich gesagt, ihr Lieben, es wird mir so kalt hier in der Küche. Das waren die Vorbereitungen. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil ich noch nicht alle Papiere beieinander habe. Aber ihr seht, wie ich das so ungefähr mache. Dann wird das ganze Zeug auf einen Haufen gebracht. Dann fange ich einfach irgendwann an und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich sage für heute Tschüss. Ist lang genug der Film wahrscheinlich schon wieder. Macht's gut. Schönen Sonntag. Ich hoffe, dass ihr nicht so kalte Wohnungen habt wie ich, weil das ist jetzt im Moment wirklich bitter. Bitter. Nun gut, macht's gut. Bye, bye.